Tag. Schön, dass Sie trotzdem gekommen sind. Beim Friseur. Schick, ne? Mhm. Sollen wir tanzen? Dreht dein Mann dann nicht wieder durch? Ist doch nicht dein Problem. Warum dann erst tanzen? Was ist denn jetzt noch von mir? Quatsch, ist alles dreimal gecheckt. Musste eben einfach mal klingeln und... Das nervt. Komm, gib her. Hey, Grein, hast du meine Frau gesehen? Ja. Was? Nee. Ich weiß nicht. Komm, trink einen mit, ich gebe einen aus. Und dir nehme ich nichts. Hey, was ist denn los? Komm, lass mich. Ja, hast du keine Lust mehr? Ich habe eine Überraschung für dich. Wow, was hast du denn da? Ja? Na was? Die Sache ist folgende. Habe ich deine Edith endgültig vor die Tür gesetzt? Das war ja vorauszusehen. Du lachst doch nicht etwa. Also ich finde das nicht komisch. Du, ich finde das auch nicht komisch. Du holst mich jetzt ab. Was soll ich? Jetzt? Natürlich. Und zwar sofort. Also gut, ich komme. Aber nur, weil du mir einen wahren Freund hast. Kriminaltechnik, Ende. Hallo? Guten Tag, leiten Sie den Einsatz. Spurensicherung weigern. Wie ist denn das passiert? Vorsicht, passen Sie auf. Ja. War offenbar eine Gasexplosion, so gegen 17.30 Uhr. Gibt es Personenschaden? In den Zimmern haben wir keinen gefunden und bis in den Keller sind wir noch nicht vorgedrungen. Aber das machen wir jetzt gleich. Da unten, im Keller, komm schon! Hier, da runter. Komm, hau ab, dass du an der frischen Luft kommst. Nichts mehr zu machen, was? Kennen Sie die Tote? Ist die hier aus dem Dorf? Keine Ahnung.
Edith? Ach, Sie sind's. Ja. Aha. Ja. Ja, natürlich, ja. Und wo? Natürlich. Ich komme. Brauchst du mich wohl nicht mehr? Wieso? Bist du zu Kreuze gekrochen? Vor Rosamunde? Rosamunde? Ach, ich dachte, es war Edith. Nee. Alles bitten, betteln, flehen hat nichts mehr genutzt. Aus. Irgendwie verstehe ich Edith auch. Tja, Herbert. Da spürst du am eigenen Leibe, wie das ist. Mir ist das damals genauso jung, als meine Frau mich aus dem Haus... Ja, was soll denn das? Soll ich dich jetzt bemitleiden oder wie? Mach lieber die Heckklappe auf. Wir müssen nach Dedelitz. Wohin? Erzähl ich dir alles unterwegs. Hilf mir doch mal ein bisschen. Oh Gott, ist der schwer. Was ist denn da drin? Das ist meine Aussteuer. Auch das erste Mal, dass ich die zum Einsatzort mitnehme. Ist Bettwäsche. Noch von meiner Mutter. Edith hat die nie aufgezogen. Identifiziert haben wir die Tote noch nicht, aber Dr. Riepe sieht sie sich gerade an. Wer hat sie denn gefunden? Einer von der Freiwilligen Feuerwehr, aber der kriegt kein Wort drauf. Nee, was? Wer? Der da. Die Wolter kann doch nicht sein. Hier ist Hauptkommissar Schmücke und Hauptkommissar Schneider. Können Sie sich jetzt daran erinnern? Er behauptet, es sei die Frau Wolter. Wolter, das sind die Hausbesitzer. Aber ist doch unmöglich. Wieso ist das unmöglich? Weil die Wolters verreist sind heute früh zum Süßen See. Haben Sie mir erzählt, als Sie abgefahren sind. Wir sind nämlich Nachbarn draußen im Gewerbegebiet. Und Sie glauben, das ist Frau Wolter? Ja, ganz sicher. Wolters, sagten Sie? Ja. Dann gibt's doch sicherlich auch einen Herrn Wolter. Das wissen wir noch nicht. Jedenfalls im Haus haben wir sonst keinen Menschen gefunden. Schaust du dir die Leiche an? Ja. Ich horche mich ja draußen erstmal ein bisschen. Mhm. Wo ist denn Dr. Riepe? Im Keller. Kommen Sie. Sagen Sie mir Ihren Namen? Neumann Thomas. Und Sie? Simone Neumann. Meine Frau. Kennen Sie ihn? Erik Vesper. Er vernascht hier sämtliche Hühner, die nicht bei drei auf der Stange sind. Hm? Die Hämatome hier, hier und da, die lassen vermuten, dass sie die Kellertreppe runtergestürzt ist. Ah. Und war der Sturz die Todesursache? Oder das Feuer oder das Gas? Wenn ich sie auf dem Tisch hatte, dann sage ich dir mehr. Gut. Und hier wurde manipuliert? Ich weiß es noch nicht, Herr Hauptkommissar. Das bei Störung Gas, Grande Dedelitz, Telefon 6817. Ja, ja, das ist die Wartungsfirma von der anderen. Grande, das ist der Typ da draußen im schwarzen Anzug. Ah ja? Kann sie jetzt in die Pathologie? Ja, ja. Simone, ich bin in einer Halbstunde zu Hause. Sag mal, suchst du was? Was soll ich denn suchen? Lass mich in Ruhe. Danke. Herr Grande, einen Moment bitte. Herr Hauptkommissar, das haben wir gerade gefunden. Wo? Hier, bei der 12. Klempnerei Grande hier im Ort. Sind Sie das? Ja, warum? Dann haben Sie die Gasanlage da im Haus gewartet. Zum letzten Mal vor Beginn der Heizperiode. Und da war alles in Ordnung? Ja, sonst hätte ich die Anlage ja nicht freigegeben. Ist das Blut? Ja, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Aber es gab eine Gasexplosion. Was wollen Sie damit sagen? Glauben Sie, ich habe gepusht? Unsere Kollegen werden die Ursache schon herausfinden. Lassen Sie uns zu mir fahren, in mein Büro. Ich habe alle Prüfbelege aufgehoben. Gut. Das da drüben ist Zaunwalter. Kommen Sie, bitte. Heute früh hat Frau Wolter und ihr Mann noch Tschüss gesagt von da drüben. Bevor sie losgefahren sind mit ihrem Angeber-Jeep. Wohin genau am Süßen See, das wissen Sie nicht. So intim sind wir auch nicht.
das Ihre Frau? Ja. Ich habe sie letzten Dienstag beerdigt. Sind die Protokolle. Hausgasanlage, sicherheitstechnisch überprüft. Sicherheitszertifikat erteilt Grande. Das heißt doch, ich halte meinen Kopf dafür hin, dass da alles in Ordnung ist. Haben die Wolters zwei von diesen Jeeps? Zwei? Nee. Da unten im Hof steht einer. Ist das der Jeep, mit dem die Wolters heute Morgen zum Süßen See sind? Ja. Kann ich mir gar nicht erklären. Hallo? Ist da jemand? Wie kommt der Wagen her? Vielleicht sind die doch zurückgekommen. Ach, Herr Kommissar. Was ist denn jetzt mit meinen Unterlagen? Alles in Ordnung, Herr Grande. Das war's. Ach, sagen Sie, der Herr Wolter, wie heißt der mit Vornamen? Karl. Er heißt Karl. Wie alt etwa? Mitte 40. Ich gebe eine Fahndung aus. Gut. Können wir Sie irgendwohin mitnehmen? Nee, ich wohne ja da vorne. 5 Minuten. Gut. Also nochmals vielen Dank, Herr Grande. Wiedersehen. Wahrscheinliches Alter 45. Ja, es ist dringend. So, Dicker, komm. Und jetzt fährst du mich nach Hause. Ja, gerne, Herbert. Wenn du mir sagst, wo dein Zuhause jetzt ist. Ach ja. Ach. Habe ich ja völlig vergessen. Ach, in irgendeinem Hotel. In welches? Es wurscht. Oder warte mal. Es ist ja schon nach Mitternacht. Da haben wir nur noch die teuren auch. Ja. Ich habe doch meine Sachen hinten drin. Ja, die sind noch drin. Was würdest du denn davon halten, wenn ich... Nee, Herbert, nicht bei mir. Es ist überhaupt nicht aufgeräumt. Ich habe auch nichts Vernünftiges zu essen, aber mein Kühlschrank ist kaputt. Du, das würde mich nicht stören. Nee. So ein Ding schlafen, wenn es derartige Geräusche von sich gibt. Das macht sie nur, wenn man sie entfaltet. Also, jetzt probier's mal. Ich hole dein Bettzeug. Ja. Hoffentlich klingeln sie uns nicht noch raus, weil sie den Wolter gefunden haben. Ach nee, der schläft schon. Aber erst meckern. Der Kaffee ist fertig. Na, schnarcht wird's nicht. Aber nicht, dass du denkst, dass ich dich jeden Morgen so bediene. Ich bin nicht deine Edith. Nun komm raus, ich hab Hunger. Mein Gott, hat der einen festen Schlaf. Warte dich in der Pathologie. PS, dein Sofa bekommt meinen Bandscheiben nicht. H-Punkt. Undank ist der Welt gelogen. Um es kurz zu machen, das ist ein Gewaltverbrechen. Na dann erzähl mal. Tja, der Laborbericht. Blut und der Lunge der Toten war weder Gas nachweisbar noch Kohlenmonoxid vom Brand. Und wenn sie nun auf der Treppe gestolpert ist und dann gestürzt? Das ist definitiv auszuschließen. Ja. Bei einem Sturz schützt sich der Mensch reflexartig durch Zusammenkrümmen des Körpers. Ja. Das führt zu Querverschiebung. Das stinkt, aber mein Gott. Hm? Ja, und das ist bei einer Leiche nicht nachweisbar. Hier, Lenny, sie hat einen Schlag auf den Kopf bekommen und dadurch ist der zweite Halswirbel gebrochen. Sie war schon tot, als sie die Treppe runterfiel. Und der Todeszeitpunkt? Gestern, zwischen 14 und 15 Uhr. Die Explosion war 17:30 Uhr. Moin.
Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ist der Walter nun aufgetaucht? Nee, noch nicht. Aber Rosamunde hat was Interessantes für uns, sagt sie. Und zwar in Dederlitz. Und da fahren wir jetzt hin. Kannst du mir mal sagen, warum ich zu Hause Frühstück gemacht habe und du verpisst dich klammheimlich? Frühstück? Das ist eine gute Idee. Ja, lass dir schmecken. Habe ich dir nicht erzählt? Ich leide an seniler Bettflucht. Was? Ja, schon länger. Während Sie zu Hause in Ihrem bequemen Betten lagen, habe ich hier die Nacht verbracht. Mein bequemes Bett war die durchgelegene Couch des Kollegen Schneider. Morgen. Morgen, Lutz. Morgen. Was haben Sie denn? Wir haben in der Tat eine Entdeckung gemacht, die nicht von der Explosion herrührt. Sehen Sie mal hier diese Überwurfmutter. Ganz locker. Hm. Darf aber nicht sein. So eine Mutter löst sich nicht von alleine. Das ist ein mit Absicht hergestelltes Leck im Gaszuführungsrohr. Dr. Riepe sagte, die Frau ist zwischen 14 und 15 Uhr umgebracht worden. Nehmen wir mal an, der Täter hat dann die Gasleitung manipuliert und die Explosion war um 17.30 Uhr. Ja, ja, da reicht ein Funke. Da braucht nur jemand die Klingel drücken, zum Beispiel. Ah. Sagen Sie mal, Frau Weigand, das Handy, das da lag, haben Sie schon irgendwas rausgefunden? Nö, außer, dass da frisches Blut dran war, nichts. Ich war doch die ganze Nacht hier, hm? Ja. Na, vielleicht gehört das dem Mörder. Selbst wenn der Handybesitzer auf die Klingel gedrückt hat, besagt das doch noch lange nicht, dass auch er der Mörder ist. Ja, und wo ist er? Warum ist er abgehauen? Ja, Schmücke? Ach, das ist interessant. Nee, nee, das machen wir. Und wo? Gut, wir kommen. Sie haben diesen Herrn Wolter aufgetreten. Wo? Im Burghotel am Süßen See. Da müssen Sie hin. Was? Da hoch? Da hoch. Kraxelig hier die Berge hoch. Mein Gott, Dicker. Wir haben doch schon ganz andere Höhen erklommen. Schinderei. Nur weil der Herr Gesichtsreaktion testen will. Ich konnte doch nicht ahnen, dass der einen Jagdfimmel hat. Schießt er auf uns! Das hol ich alle. Herr Wolter? Herr Wolter? Herr Wolter? Sind Sie wahnsinnig? Was schleichen Sie denn hier rum? Ja, sind Sie wahnsinnig? Sie haben auf uns geschossen. Hier ist Jagdrevier. Ich hätte Sie umbringen können. Sie haben mir den ganzen Ansitz versaut. Was wollen Sie denn? Kriminalpolizei, geben Sie das Gewehr ab. Sie sind doch Wolter. Karl Wolter, oder? Ja. Wir sind hier, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Wo waren Sie gestern zwischen 14 und 15 Uhr? Warum wollen Sie das wissen? Wo waren Sie? Hier im Wald. Hier im Wald? Kann das jemand bezeugen? Ja, der Bock vielleicht. Aber den haben Sie ja nun vertrieben. Zufrieden? Nein, noch nicht. Sie sind doch gestern mit Ihrer Frau hier im Hotel abgestiegen, nicht? Nehmen Sie den nicht mit zur Jagd? Ging nicht. Sie hat sich den Jeep geschnappt und weg war sie. Hatten Sie Streit? Ach, Streit. Sie mag die Jagd eben nicht besonders. Aber was soll das Ganze? Besitzen Sie ein Handy? Ja. Kann ich das mal sehen? Entschuldigung, die andere Hand bitte mal. Keine Verletzung. Was wir Ihnen noch sagen müssen, Herr Wolter. In Ihrem Haus gab es eine Gasexplosion. Was? Wir haben dort eine Frau gefunden und wir nehmen an, es ist Ihre. Meine Frau, die wollte doch nach Leipzig. Das ist sie wahrscheinlich nicht. Sie war im Haus. Schwer verletzt. Tot. Bevor es zu dieser Explosion kam, hat sie schon nicht mehr gelebt. Sie wurde vorher umgebracht. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen Sie bitten, mit nach Halle zu kommen, um Ihre Frau zu identifizieren.
Wo wollen Sie denn hin? Du musst Carola anrufen. Wer ist Carola? Carola Lange, ihre Tochter aus erster Ehe. Deshalb wollte meine Frau hier nach Leipzig. Wir informieren Ihre Stieftochter. Kommen Sie erst mal mit. Bin ich jetzt festgenommen? Aber Herr Wolter, wie kommen Sie denn darauf? Schönen Dank, Frankenstein. Ja, mach's gut. Lange? Schneider. Wir haben zusammen telefoniert. Das ist Hauptkommissar Schmücke. Mein Beileid. Carola. Komm schon. Wir müssen den Dingen ins Auge sehen. Sie das? Meine Mutter. Wo ist denn die Ikone? Eine Ikone? Ja, Nischni Nowgorod, 18. Jahrhundert. Und hier hingen auch zwei. Gestern früh waren die aber noch da. Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Diebstahl also. Mutter hat sie so geliebt. Wo wurde sie denn... Wo ist es passiert? Kommen Sie. Wenn ich doch nur gestern Zeit gehabt hätte. Was meinen Sie damit? Sie hat mich aus dem Auto angerufen. Sie wollte sich aussprechen und zu mir nach Leipzig kommen. Aber ich... Ich musste zu dieser wichtigen Party. Worüber wollten Sie sich denn aussprechen? Fragen Sie doch ihn, warum sie die Nase voll hatte von seinen Goodwill-Weekends. Ja, es hat ein bisschen gekriselt in unserer Ehe. Ja. Deshalb wollte ich ja, dass wir uns mal ein schönes Wochenende machen. Auf dem Hochsitz. Und dann ist Ihre Frau allein abgefahren und Sie sind in den Wald. Entschuldigung, ich weiß ja, was hier passiert ist. Aber ich habe die Autos gesehen. Naja, und business as usual. Also, die Blumen soll ich noch mal heute abgeben. Für Ihre Frau. Und mir persönlich mein herzliches Beileid, Herr Wolter. Danke. Von wem sind denn die Blumen? Von mir. Meine Frau hat heute Geburtstag. Ach so. Aber eigentlich wären Sie doch in Seeburg. Die habe ich bestellt, nachdem Sie weg waren. Wenn Ihre Frau mit dem Jeep heimgefahren ist, wieso steht er dann auf dem Firmengelände und nicht hier? Das hat sie immer so gemacht. Hierher ist sie dann mit dem Rad. Bisschen Sport. Aha. Da liegt's ja. Ja, Herr Wolter, danke, das war's dann. Wo können wir Sie erreichen? In dem Haus können Sie ja nicht bleiben. Zur Not kannst du natürlich bei mir übernachten. Danke. Ich nehme ein Hotelzimmer. Dann komm, machen wir jetzt die Schadensliste. Entschuldigung. Ja, aber... Was soll ich denn? Legst du doch Edith zu Füßen. Vielleicht gewährt sie dir dann wieder Einlass. Du, ich fühle mich recht wohl bei dir. So? Ja. Na, bis auf die Couch. Na, hast du nun sämtliche Reaktionen von Wolter studiert? Und? Also mit den Ikonen hat er auf keinen Fall was zu tun.
Und ich glaube auch nicht mit dem Mord. Es sei denn, er hat den Einbruch fingiert, um von sich abzulenken. Und das wäre ja nur so rum. Das Einfachste ist doch, die Frau überrascht den Einbrecher und der schlägt zu. Ja. Muss ich jeden Abend jetzt bei dir so eine Papierpizza essen? Ich hab dir gesagt, mein Kühlschrank ist kaputt. Ich traue diesem Walter nicht. Ein Typ, der gleich losballert. Und seine Ehe war genauso kaputt wie deine Beziehung. Was soll das heißen, sag mal? Ich hab doch Edith nicht umgebracht. Aber nun mach mal einen Punkt. Du brauchst Wasser. Wasser? Ja, nicht für mich. Für die Rosen und eine Vase. Ach so, ja, Vasen hat meine Frau damals alle behalten. Aber der Krug geht hier. Also konzentrieren wir uns auf Einbruch, Diebstahl mit Totschlag. Ja, komm, zeig doch mal. Ist doch merkwürdig, dass der Wolter dem Blumenstrauß nichts Schriftliches beigefügt hat, oder? Ja. Wo bleibst du denn, Herbert? Du hast vergessen, im Bad das Licht auszumachen. Pass mal auf, fahr du schon mal vor, ich komm nach. Hm? Du gehst zu Fuß? Ja, warum denn nicht? Du sagst doch immer, mehr als 100 Meter laufen grenzt an Landstreicherei. Schaden kannst dir nicht. Morgen, Frau Weigand. Morgen. Sie sind schon da? Lieber Kollege Schneider, ich habe bereits Stunden mit diesem verfluchten Handy im Techniklabor verbracht. Aber wenn Sie das nicht interessiert, kann ich ja warten, bis Hauptkommissar Schmücke kommt. Wo ist er überhaupt, Ihr WG-Partner? Das hat er mir nicht gesagt, aber was ist mit dem Handy? Ich habe das Blut analysiert. Der Gerinnungszeitpunkt stimmt ungefähr mit dem Zeitpunkt der Explosion überein. Das heißt, der Handybesitzer muss, bevor er am Haus geklingelt hat, mit jemandem telefoniert haben oder wollte mit jemandem telefonieren. Ja, ist möglich. Und dann ist das Haus explodiert und er ist trotz seiner Verletzungen geturnt. Wissen Sie schon den Namen des Handybesitzers? Mhm. Auch wenn die SIM-Karte durch den Löschschaum stark demoliert war. Ich hab's rausgekriegt. Sie sind unbezahlbar, Frau Weigand. Was haben Sie rausbekommen? Den Namen des Handybesitzers. Ah, morgen, Frau Weigand. Schön. Hier ist er. Sander Martin. Adresse steht drauf. Ob der Mann aktenkundig ist, müssen Sie bitte selber nachsehen. Ich versuche jetzt rauszukriegen, mit wem er zuletzt telefoniert hat. Wenn die SIM-Karte das überhaupt noch hergibt. Aber Sie kriegen doch alles raus, Frau Weigand. Echt? Zur Fahndung ausgeschrieben ist er nicht, aber vielleicht. Was machst du denn jetzt das Fenster auf? Es zieht doch. Na, ich wollte nur ein bisschen frische Luft. Aber wenn es jetzt so kalt ist, mache ich selbstverständlich wieder zu. Ah, ich hab ihn. Er ist vorbestraft. Sander Martin, Berggasse 14, 99, Taschendiebstahl, 3 Monate auf Bewährung. Aber 2001, Einbruch in mehrere Geschäfte. Guten Tag. Kriminalpolizei. Wir möchten zu Martin Sander. Mein Enkel. Ja, der ist nicht da. Wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss. Sie müssten uns reinlassen. Geht das wieder los jetzt? Ein Dreivierteljahr war Ruhe. Nee, der Junge. Dankeschön. Du lieber Gott. Wann kommt er denn wieder nach Hause, der Junge? Das wird dann der alten Frau doch nicht verraten. Der ist Samstagnachmittag weg. Hm. Wo könnte er denn hin sein? Er hat doch bestimmt Freunde. Freunde? Ich weiß nicht. Was suchen Sie denn nur bloß? Bilder. Heiligenbilder. So auf Holz gemalte. Haben Sie die hier gesehen? Nee, Heiligenbilder habe ich nicht. Meine Güte. Sagen Sie uns auch die Wahrheit. Ja, ja. Ah. Heiligenbilder, meine Güte. Nein, der Martin ist seit Samstagnachmittag weg und Freunde kenne ich auch keine. Manchmal
holt Ihnen so ein weißes Auto ab. Können Sie das irgendwie beschreiben? Beschreiben? Du meine Güte. So eine Art Lieferwagen, glaube ich. Und eine große Blume ist drauf gemalt. Mhm. Was denn für eine Blume? Wie ein weißer Stern. Ein weißer Stern? Und innen gelb. Innen gelb? Ja. Weißer Stern, innen gelb. Na ja. Tja, Kollege, ein paar solcher unaufgeklärten Einbrüche haben wir in unserem Kommissariat tatsächlich. Es ist fast für eine Serie. Hier ist eine Kopie der Akte, die kannst du mitnehmen. Es verschwinden immer nur ausgesuchte Wertgegenstände. Uhren, Schmuck, Digitalkameras. Naja, es ist sehr gut ausbaldowert und ganz offenbar immer dieselben Täter. Täter? Also mehrere? Ja, ich denke schon. So wie das alles organisiert ist. Habt ihr denn schon Verdächtige? Ja. Keine konkrete Spur. Und dann Sander. Der passt da auch nicht so recht rein. Wieso? Also Kunstsachen waren nie seine Masche. Ja, vielleicht hat er sich qualifiziert. Ja, der doch nicht. Aber wie hat er denn gestern gespielt? Hör bloß auf. Ja. Dass der Martin Sander einen Komplizen hat, das sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Frau Weigand, wir dachten, dass Sie vielleicht auch hier ein kleines Käffchen... Weil Sie doch die ganze Nacht durchgearbeitet haben. Man kann ja gar nicht sehen, wie Sie sich hier aufopfern. Ruhig jetzt mal! Ich hab's. Das ist der Mann, mit dem das letzte Telefonat von Sanders Handy geführt wurde. Erik Vesper. Jetzt bräuchte ich einen Kaffee. Vesper? Das ist der Typ mit den Hühnern. Was denn für Hühner? Die vernascht werden, wenn sie nicht bei drei auf der Stange sind. Was mit Milch und Zucker? Ja, komm sofort. Das ist der Dorf-Casanova aus Dedelitz. Ich wette, der hat auch was mit der Neumann. Na, was ist denn nun? Ah ja, Entschuldigung, Frau Weigert. Ja, was ist fein? Entschuldigung, ich dachte, das wäre Erik. Kripo Halle. Herr Vesper ist wohl nicht da. Nein. Wissen Sie, wo wir ihn finden? Was weiß ich denn bei seiner Schlampe der Neumann oder vielleicht auf Arbeit? Aber ich lasse mich nicht mehr verarschen. Er fährt den ganzen Tag durch die Gegend, lernt Tanzen und Nutte kennen und wo hier... Wo arbeitet er denn? Der ist Fahrer bei der Wäscherei Edelweiß. Edelweiß? Und wenn Sie ihn sehen, dann sagen Sie ihm, dass Sie sich nicht mehr verarschen lassen. Das war's dann schon. Sie sollten sich nicht so aufregen, junge Frau. Und vor allen Dingen... Nicht mit so was Schwerem hier schmeißen. In Ihrem Zustand. Bitte schön. Dankeschön. Bitte. So was habe ich Gott sei Dank hinter mir. Und jetzt? Na, ich denke, einer fährt zu dieser Neumann und der andere in die Wäscherei. Gut, dann übernehme ich die Schlampe. Das konnte ich mir denken. Ist Ihre Frau auch zu Hause? Nee. Wissen Sie, wo ich sie finde? Auf Arbeit. Sie haben wohl keine. Würde ich sonst mitten in der Woche Fallobst aufsammeln? Sagen Sie mir, Herr Neumann, so ganz unter uns. Die Frau Wolter, was war das eigentlich für ein Mensch? Was? Das hätten Sie gerne, dass hier irgendjemand anscheiße. Aber ich bin kein Schnüffler, von mir erfahren Sie gar nichts. Auch nicht, wo Ihre Frau arbeitet? Halle, im Butt. Danke. Wo? Finden Sie es raus? Sie sind doch der Schnüffler. Der Erik ist jetzt auf Liefertour. Die sind jetzt alle auf Liefertour. Na, da gibt's doch bestimmt einen Tourenplan, nicht? Ja, den habe ich hier. Darf ich dir mal einsehen? So, bitteschön. Ich kann Ihnen auch kopieren. Ja, machen Sie. Na, kommen Sie mit. Und vielleicht die von den vergangenen Wochen auch gleich? Ja, wenn es sein muss. Ja, es muss. Oh. Wo ist denn der Vesper jetzt? 14 Uhr müsste er im Hotel Arena sein in Dedelitz. Okay.
Tag. Was möchten Sie bitte? Ich möchte... Tja, was möchte ich denn? Was halten Sie denn von so einem tollen Karpfen? Karpfen? Ja, ein Karpfen. Ihr Auge ist aber schlimmer geworden. Ach, Sie sind's, Herr Kommissar. Ja, ich, Frau Neumann. Sie sind doch hier, um Karpfen zu kaufen. Sie wollen doch was von mir, oder? Können Sie mir sagen, wo ich Herrn Vesper finde? Ich nehme an, bei der Schlampe, die er geschwängert hat. Wie ist das denn passiert? Ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen peinlich. Ich behandle alles höchst vertraulich, aber Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Okay, das war mein Mann. Letzten Samstag auf dem Erntedankfest. Er dachte, ich hätte was mit Erik. Und war's so? Ach wie, so weit sind wir noch gar nicht gekommen. Auf einmal hat Eriks Handy geklingelt und dann tauchte plötzlich mein Alter auf. Ach, Ihr Mann war nicht von Anfang an auf dem Fest? Nein. Und ich sag Ihnen eins, wenn die Explosion nicht gewesen wäre, dann hätte er uns beide totgeschlagen. Das sind 2 Kilo. Wollen Sie denn jetzt oder nicht? Ja, aber tot. Ja? Wo bist du? Ja, der Kommissar. Wollen Sie etwa zu mir? Nee. Wie kommen Sie denn darauf? Ach ja, Sie wohnen ja hier. Müssen Sie nicht in die Firma? Die bleibt heute geschlossen. Weil ich diese Firma nämlich nie wieder aufmache. Wollen Sie auch ein Bier? Nee, vielen Dank. Selbstversorger. Wir haben Sie doch hier nicht alle. Wollen Sie Ihre Firma verkaufen? Geht nicht. Ist ja nicht meine. Meine Frau, die hat alles gemanagt. Als Schlosser macht mir keiner so schnell was vor, aber Auftragsakquise und Buchführung. Ja, sowas ist auch nicht mein Ding. Also wenn ich nur an meine Steuererklärung denke, dann... Sehen Sie, deshalb bin ich ja mit meiner Schlosserei in Konkurs gegangen. Aber dann habe ich meine Frau kennengelernt und wir haben hier neu angefangen, wo mich keiner kennt. Gingen da die Überschüsse der neuen Firma nicht erstmal an Ihre alten Gläubiger? Eben nicht. Gütertrennung. Der ganze Laden gehört Stefanie. Ich war nur angestellt für ein Mini-Gehalt. So mini, dass man sich mit pfänden kann. Alles legal. Ja, verstehe. Aber gar nicht so übel. Und wie ist das mit Ihrer Erbschaft geregelt? Ja, das ist es doch. Meine Stieftochter kriegt alles. Erik Vesper. Der Gockel. Der hat ein schönes Leben. Sie kennen Erik Vesper? Klar, der kümmert sich auch um unsere Wäsche. Harald, Vesper ist draußen, der will los. Ja, ja, sehe ich ja. Nun komm, beeil dich, Harald. Ja, wir fahren ihm hinterher. So, Herr Walter, dann nichts für ungut und Wiedersehen. Danke, du machst doch nicht so eine Welle. Du bist doch ein guter Autofahrer. Die Opfer der Einbruchsdiebstähle stehen tatsächlich alle auf den Tourenplänen von Vesper? Ja, alle. Na ja, Wäschefahrer. Ein idealer Job, um sich unauffällig in Wohnungen umzusehen. Was guckst du dich denn andauernd um? Da vorne ist die Musik, Herbert. Wenn wir Glück haben, führt er uns zusammen. Das erfahren wir hinterher. Aber was ist denn los mit dir? Nicht.
schauen. War das ein Motorrad? Halle D773. Hier wechselt der Casanova die Pferde. Ich gebe eine Fahndung raus. Ja. Dienststelle 401 besucht das Fahrzeug in der Schreiberstraße vorgefunden. Das ist doch wunderbar. Nein, kein Zugriff. Weiter verfolgen, uns auf dem Laufenden halten. Wir kommen. Martin, komm, bleib wach. Komm, du musst die Dinger schlucken. Gegen die Schmerzen. Ja, nur schluck, komm. Dann habe ich noch was zum Desinfizieren besorgt. Endo! Fest dein Gesicht an die Wand! An die Wand! Zur Wand! Sind Sie Martin Sander? Sie beide sind vorläufig festgenommen. Was? Warum das denn? Was werfen wir uns eigentlich vor? Einbruch, Diebstahl, Brandstiftung und Totschlag. Wann können wir ihn denn vernehmen? Morgen, vielleicht. Ich sage Ihnen Bescheid. Danke, Doktor. Und Herbert, was gefunden? Nichts. Nichts hinter der Wandverkleidung. Unter den Dielen absolut nichts. Mist, verdammt. Das kannst du laut sein. Fängst du schon mal an? Ich komm gleich nach. Ja. Und wenn Sie mich noch 100-mal fragen, ich habe keinen Dunst, was für ein Versteck ich Ihnen verraten soll. Sie dachten wohl, durch die Explosion hätten Sie alle Spuren verwischt. Ich habe doch nichts zu verwischen, Herr Kommissar, weil ich noch nie was geklaut habe. Oh. Und als die Hütte hochging, war ich gerade mit der Simone am Machen. Das kann die Ihnen bestätigen. Und Ihr Mann auch. Ja, das wissen wir. Uns interessiert aber, wo waren Sie denn vor der Explosion? Zwischen 14 und 15 Uhr. Auf dem Fest jedenfalls nicht. Zu Hause. So, zu Hause. Als Sie mit Frau Neumann am Machen waren, hat sie doch Ihr Freund Sander angerufen. Was wollte er denn von Ihnen? Angerufen? Mich? Wer? Martin Sander. Das hat uns Frau Neumann bestätigt. Und wir haben sein Handy gefunden vor dem abgebrannten Haus. Und Sie waren der Letzte, den er angerufen hat. Ach, jetzt weiß ich. Ja, der Martin, der hat mich angerufen. Ob ich ihn nicht abholen kann da mit meiner Karre. Warum, habe ich ihn nicht gefragt. Bin ja diskret. Und als ich nach dem Knall dahin kam, da lag er da und hat geblutet wie ein Schwein. Und weil seine Oma doch einen Infarkt hatte, da wollte er da nicht hin und sie erschrecken. Und da haben sie ihn auf ihr Schiffchen gebracht und verarztet. Und dann haben sie ihm noch ein neues Handy geschenkt, damit er nicht so allein ist. So war's. Mir kommen die Tränen. Ja, mir auch. Schluss mit dem Märchenstunde. Morgen reden wir weiter. Abführen! Ja, mach doch das Fenster zu. Zieht doch hier wie Hechtsuppe. Hecht? Solange wir dem nicht beweisen können, dass der irgendetwas mit dem Diebstahl zu tun hat, können wir lange auf den einreden. Tja, der beste Beweis wären die Ikonen.
Bist du eingeschlafen? Nee, nee. Ich überleg nur. Irgendwas an dem Tathergang, so wie wir ihn uns vorstellen, stimmt nicht. Sag mal, würdest du, wenn du die Wolter erschlagen und das Gas aufgedreht hättest, 2,5 Stunden später das Ganze an der Haustürklingel zünden? Und wegen Selbstmord. Na eben. Nee. Sag mal, es riecht doch hier nach Fisch. Fisch? Was soll denn hier nach... Ich habe im Büro was vergessen. Ah. Aber nach Fisch riecht es nicht. Ach, ich habe auch was im Büro vergessen. Was denn? Lass sein. Jetzt bestelle ich eine Pizza und zwar eine anständige. Kannst du gleich machen, ist eingespeichert. Ja, dass du sowas einspeicherst, das kann ich mir denken. Hallo, liebe Pizza-Freunde. Hier ist Ihre leckere, saftige, hauchdünne Pizza von unserem Pizza-Express. Noch eine Bestellung und dann gibt's die nächste Pizza gratis, meine Herren. 15 Euro bitte. Danke. Tja, Herbert, wer bestellt, der bezahlt. Kundentreue ist für uns Ehrensache. 15 Euro. Herbert, pumpen wir doch mal 15 Euro. Warum schreien Sie denn so? Entschuldigung, ich komme gerade aus dem Seniorenheim. Nö. Tut mir leid. Die Pizza schmeckt auch nicht. Was? Also mir schmeckt sie. Trink ein Glas Wasser zu. Nee, warte, ich hol da. Wasser, Wasser. Ja, Rotwein konnte ich für dich noch nicht besorgen. Wasser trinken, Wasser. Wasser, natürlich. Was? Dicker, Wasser. Wasser, das ist es. Christian. Morgen früh rufst du als erstes die Taucher an. Und? Such weiter. Guck doch mal nach, was da an der Strippe hängt. Irgendwo muss der die Ikonen hier versteckt haben. Ja. Ja. So haben wir früher im Ruderverein auch immer unser Bier gekühlt. Du hast gerudert? Ja, als Steuermann. Herr Kommissar? Ja. Hierher. Hast du was? Ja, könnte sein, aber ich komme da unten nicht richtig ran. Kriegen Sie den Bagger in Gang? Ich denke schon. Die holen Schmuck. Hier 7 Camcorder. 3 Digitalkameras, also das ist alles komplett. Das Einzige, was komplett fehlt, sind die Ikonen. Tja. Herr Vesper, bitte. Erkennen Sie die Sachen wieder? Die Bestohlenen sind sämtlich Edelweißkunden, die Sie auf Ihren Wäschetouren anfangen. Ihr Tourenplan, Herr Vesper. Sie haben sich also in den Wohnungen zuerst umgesehen und dann später mit Sander zusammen das Zeug geklaut. Und das ist jedes Mal gut gegangen. Bis an diesem Samstag Frau Wolter dazwischen kam. Und da haben Sie zugeschlagen und das Gas aufgedreht. Mann, nein! Ist ja gut. Ich war doch gar nicht drin in dem Haus. Ich habe überhaupt nie mit eingebrochen. Immer nur der Martin. Fragen Sie den doch. Vielleicht hat der die Wolter erschlagen. Ach ja, der Martin. Was wollte er denn von Ihnen am Telefon, als Sie da mit Frau Neumann am Machen waren? Denn was Sie uns gestern erzählt haben, das hat sich doch alles nach der Explosion abgespielt, oder? Ja. Also was? Er hat behauptet, dass er Schiss gekriegt hat, weil da immer noch ein Fahrrad war im Garten. Ein Fahrrad? Ja. Und da habe ich ihm gesagt, dass er einfach vorsichtshalber mal an der Tür klingeln soll. Selbst wenn das alles stimmt, sind Sie noch lange nicht aus der Sache raus. Frau Wolter wurde 2,5 Stunden vor der Explosion erschlagen. Und zu diesem Zeitpunkt waren Sie nicht auf dem Dorffest. Da waren auch ganz andere nicht. Der Simone, ihr Olla zum Beispiel. Wo waren Sie? Nochmal bei Martin, weil der doch so einen Schiss hatte vor dem Bruch. Warum hätte ich denn die Wolter erschlagen sollen? Ich habe noch nie was Krummes gemacht, Herr Kommissar. Aber der Thomas Neumann, der hat doch damals die Wolter angebaggert. Und als die sich bei seinem Chef beschwert hat, hat er ihn rausgeschmissen. Wer war denn sein Chef? Der Klempner hier, also in Delitz. Wie heißt der? Grande. Ah, Herr Grande. Ja, danke schön. Sie können dann Vesper zu den Kollegen vom Diebstahl bringen.
Glaubst du ihm? Was ist denn, wenn der Sander auch nichts anderes aussagt? Wenn die beiden wirklich die Ikonen nicht haben, wer dann? Der Mörder, der sein Mord als Diebstahl kaschieren will. Müssen wir wieder von vorne anfangen? Nein, nee, noch haben wir Wolter. Und diesen Neumann, der hat kein Alibi für die Tatzeit. Das mag ja alles stimmen, was du sagst, aber Wolter hat doch gar kein Motiv. Der hat mir ein bisschen zu viel kein Motiv. Der kann uns sonst was erzählen. Na gut, fragen wir mal die Stieftochter. Mal sehen, was die sagt. Hast du ihre Nummer? Natürlich habe ich ihre Nummer. Warum schreibst du dir eigentlich nie Telefonnummern auf? Immer muss ich den ganzen Schreibkram machen. Kommst du nicht mit zu der Lange? Nee, das mach du mal. Ja, du hast doch ihre Nummer. Ich geh zu Grande. Das ist ein Argument. Tag, ich hab Sie schon erwartet. Ah, Sie haben jetzt die Schlüsselgewalt. Und Ihr Stiefvater? Ich überprüfe die Bücher, da hat er eh keine Ahnung von. Aber Sie? Ich promoviere in Steuerrecht. Kommen Sie rein. Danke. Tim, musste Thomas damals entlassen. Wann war denn das? Vor einem Jahr ungefähr. Er hat Frau Wolter sexuell belästigt. In ihrem Keller. Im Keller? Ja, damals die neue Gasanlage eingebaut. So. Gehen Sie mit einem Kaffee trinken? Ja, gerne. Fallen Sie nicht. Nee. Nein, da hat er nicht übertrieben. Ich erbe tatsächlich alles. Und weil das so ist, habe ich Ihnen hier etwas vorbereitet. Komplette Adressliste von allen 32 Leuten, die mit mir am Samstag auf der Party waren. Aha. Als Alleinerbin brauche ich ein Alibi, richtig? Sie denken aber auch an alles. Habe ich von meiner Mutter geerbt. Tja, Ihre Mutter. Und? Haben Sie schon was gefunden an der Gasanlage bei Wolter? Nein, noch nicht. Die Untersuchung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Milch habe ich nicht. Nee, ist nicht nötig. Ich trinke immer schwarz. Tja, der Thomas. Ist aber gut. Sitzt er auf der Straße und ist sauer auf mich. Noch viel saurer war allerdings auf die Wolter, weil die ihn damals bei mir verpfiffen hat. Aha. Da ist er auf dem Foto. War damals zu DDR-Zeiten, als ich den Betrieb übernommen habe von meinem Schwiegervater. Meine Frau hat das Büro gemacht. Wir hatten drei Gesellen und einen Lehrling. Und heute haben Sie gar keine Angestellten mehr, oder? Angestellten? Brauche ich nicht. Die Auftragslage ist katastrophal. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Für den Scheidungsfall hat Ihre Mutter mit einem Ehevertrag vorgesorgt. Richtig. Mein Stiefvater hätte nichts bekommen. Ich habe meiner Mutter dazu geraten, das so zu machen. Irgendwann war sie mir dafür dankbar. Wann? Als sie bemerkt hat, dass der Wolter nur ein Windei ist. Der Typ hat überhaupt keinen Ehrgeiz. Wollte sich ihre Mutter scheiden lassen? Ja. Er hat krampfhaft versucht, sie davon abzuhalten mit irgendwelchen Kuschelwochenenden in Luxushotels. Aber wenn ein Mann sonst nichts zu bieten hat. Hm. Gebäck? Danke. Hatte Ihre Mutter anderweitig eine Beziehung? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Schön blöd, wenn sie keine gehabt hätte. Finden Sie nicht? Oh. Also der Grande belastet den Neumann ganz schön. Hier ist das Haus von Neumann. Das schlaue Töchterlein bestätigt, dass ihr Stiefvater keinerlei finanzielle Motive hat. Obwohl... Obwohl was? Es gibt ja nicht nur finanzielle Motive. Hast du recht. Du meinst, wenn die Frau sich wirklich von dem Wolter hat scheiden lassen wollen, dass der das Ganze aus Rache veranstaltet hat? Na ja. Warte mal. Ich soll das Alibi von Karl Wolter checken? Um die Zeit? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Ja, aber da muss ich doch nach Seeburg. Jetzt hören Sie mir mal zu, liebreizendes Röschen. Oh. Bitte? Was heißt denn hier liebreizendes Röschen? Ich sag doch auch nicht Holder Hörby zu Ihnen, Kollege Schmücke. Was ist das? Ja, das möchte ich mir auch verbieten.
Sie führen meine Anweisung aus, ja? Ja, also gut, ich werde sehen, was ich tun kann, ja? Immer das letzte Wort. Wie Eddie. Weshalb wir hier sind, Herr Neumann. Wir haben gehört, Sie waren nicht gut, auf Frau Wolter zu sprechen. Ja, und? Da ist ein Wurm drin. Dafür aber keine Chemie. Sie haben die Gasanlage in dem Haus eingebaut. Und damit wissen Sie ziemlich genau, an welcher Schraube man drehen muss, damit Gas unkontrolliert ausströmt. Was soll das? Sowas weiß jeder Klempner. Ach, Sie wollen mir doch nicht etwa unterstellen, dass ich... Na, hören Sie mal zu. Verdammt, als es geknallt hat, da habe ich gerade Vespa die Fresse poliert. Ja, und Ihrer jungen Frau wohl auch, ne? Ja, Gott sei Dank. Das Matschauge von der ist mein Alibi. Halten Sie uns für blöde? Das Gas ist 2 Stunden vor der Explosion ausgeströmt. Das war auch der Zeitpunkt, zu dem Frau Wolter erschlagen wurde. Wo waren Sie denn, bevor Sie auf dem Fest erschienen sind? Ja, wo denn nun? Gut, dann unterhalten wir uns auf der Dienststelle weiter. Von mir aus die ganze Nacht durch. Ja, ja, ich hab meinen Rochus auf diese Zicke gehabt. Aber da schlag ich die doch nicht tot und spreng ihr Haus in die Luft. Immerhin hat sie um ihre Existenz gebracht. Wenn jeder, der hier seinen Job verliert, sowas machen würde, dann würde der Osten aussehen wie nach einem Bombenangriff. Ja, haben Sie auch nicht ganz unrecht. Aber trotzdem brauchen Sie ein Alibi, Herr Neumann. Schwarzarbeit. Verstehen Sie, Herr Kommissar? Ich habe den ganzen Samstag Güllerohre verlegt, ohne Rechnung. In Braschwitz drüben. Hier, das ist der Kuhbauer. Fragen Sie den. Der Geizkrank hat mir die ganze Zeit auf die Finger geguckt. Wir werden das überprüfen. Müssen Sie das jetzt im Arbeitsamt melden? Machen Sie sich da selber ehrlich, Herr Neumann. Ja, Frau Weigand? Na, das ist ja prima. Sorgen Sie dafür, dass kein Fremder mit ihm spricht. Wir sind gleich da. Sehr gut, die Äpfel. Aber Herr Sander, alle anderen Einbrüche haben Sie zugegeben. Warum nicht den bei den Wolters in Dedelitz? Weil ich da nicht eingebrochen habe. Echt nicht. Und wozu hat der Kumpel Vespa da alles ausspioniert? Ich wollte, ja. Ach, Sie wollten? Ja. Aber am Nachmittag, wie ich schon mal geguckt habe, da war auf dem Sandweg hinter den Büschen plötzlich ein Auto. Und als dann später im Garten noch das Fahrrad stand, habe ich Erik angerufen, weil der gesagt hatte, am Samstag ist da niemand. Was war denn das für ein Auto? Ein Lieferwagen. Blau. Haben Sie Marke, Kennzeichen? Ja, was für ein Blau? Hell, dunkel? Dunkel. Eher so dunkelblau. Mit einer Werbung drauf. Was für eine Werbung? Das konnte ich nicht so genau erkennen, wegen den Büschen. Herr Sander, war Ihr Freund Vespa am Samstagnachmittag bei Ihnen? Ja. Um mich zu beruhigen. Gegen 5 ist er dann noch wieder abgehauen. Gegen 5? Mhm. Für Vertrieb und Planung ist er clever. Aber für einen Bruch ist er viel zu feige. Kurz vor der Explosion haben Sie ihn angerufen. Was war denn da? Ich sollte klingeln, um zu testen, ob jemand zu Hause ist. Also bin ich zur Haustür und den Rest kennen Sie ja. Ein blauer Lieferwagen aus Dedelitz? Tag. Wolter hat einen, aber der ist eher hellblau. Ein Grande hat einen, der ist dunkelblau, glaube ich. Grande? Der hat ja nun überhaupt kein Motiv. Tag. Er hat immerhin die Gasanlage gewartet. Na und? Ich sag ja nur. Hellblau, dunkelblau, nachts sind alle Katzen blau. Was? Ey, ja, grau. Also, wenn da ein Auto auf dem Sandweg stand, dann muss es doch Reifenspuren geben. Rosamunde soll sich das gleich ansehen. Die ist nicht da, du hast sie doch nach Seebrück geschickt. Ach ja. Ja, ich höre. Nee. Frau Weigand, Sie hatten doch einen Auftrag von mir. Jetzt sitzen Sie hier und führen Privatgespräche. Ja,
Vielen Dank. Das war sehr reizend von Ihnen. Auf Wiederhören. Verehrter Kollege Schmücke, das war kein Privatgespräch. Das war der Rent-a-Car-Service in Seeburg. Dort hat Wolter am Samstag einen weißen Golf-Kombi gemietet. Und mit dem ist er dann eine Stunde, nachdem seine Frau, wie mir der Hotelportier sagte, mit dem Jeep abfuhr, gleichfalls davon gefahren. Ziel unbekannt. Wohingegen mir jetzt bekannt ist, dass Wolter nach Abfahrt seiner Frau in keinem der drei Seeburger Blumenläden eine Rosensendung bestellt hat, was ich nie erfahren hätte, wenn ich erst hingefahren wäre, weil dann diese Läden bereits geschlossen gehabt hätten. Schön, Frau Weigand. Na, das war ja ein Satz. Wie bei Thomas Mann. Außerdem ist es mir durch mein Hierbleiben vergönnt gewesen, Ihre Aromatütchen zu beseitigen. Südseite. Wenn Hammelkoteletts da den ganzen Tag in der Herbstsonne liegen. Hammel? Und gar ein Karpfen. Ich wollte dir Kotelette Provenziale mit Risotto machen. Und ich der Karpfen Polnisch. Mit Quetschkartoffeln. So. Herbert! Komm! Der Bauer in Braschwitz hat alles bestätigt. Der Neumann hat tatsächlich bis zum späten Nachmittag Güllerohre verlegt. Jetzt bleibt uns nur noch Wolter. Also nee, Herbert, nee. Beim besten Willen. Also ich kann diese Pizzen nicht mehr sehen. Überhaupt, das geht nicht so weiter mit uns. Ab morgen suche ich mir eine Wohnung mit einer riesen Luxusküche. Die Botschaft höre ich wohl. Solange ich hier wohne, denkt Edith doch nur, ich will zu ihr zurück. Und? Willst du das nicht auch? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Hm? Ja, siehst du, und genauso hat Walter gedacht. Dem war doch klar, dass er so oder so pleite geht, ob er nun Witwe ist oder geschieden. Nun sprengt er das Haus in die Luft. Hatte er wenigstens seine Rache. Jetzt müssten wir ihm nur noch nachweisen können, dass er mit seinem Mietwagen diesen Golf-Kombi in Delitzsch war. Am besten am Tatort. Vielleicht denken wir viel zu sehr in Klischees. Wie mit den Rosen hier. Wir denken immer, es ist ein Zeichen der Liebe. Aber vielleicht ist genau das Gegenteil gemeint. Was soll es denn sein? Eine Warnung, eine Drohung, irgend sowas. Ja, dann müssten wir erst mal wissen, wer sie geschickt hat. Das lässt sich doch rausfinden. Wir müssen das Umfeld der Toten genauer unter die Lupe nehmen. Ihre Beziehungen, ihr Vermögen. Eine Frau, die so geschäftstüchtig war wie die Wolter, die hatte auch Feinde. Ja, dass Rosamunde sich nicht meldet. Was machen Sie denn hier bei Nacht und Wind? Das ist eine reine Solidaritätsbezeugung für Sie, verehrte Kollegin. Ha, ich glaube kein Wort. Sie sind neugierig. Geben Sie es zu. Ein bisschen. Wir haben tatsächlich einen Reifenabdruck gefunden. Guten Abend. Guten Abend, Herr Grande. Ach, Sie sind's. So spät noch fleißig. Ich habe von Weitem das Licht gesehen. Und nachdem, was Samstag passiert ist, kann man ja nicht misstrauisch genug sein. Naja. Ich mache mich mal wieder auf meinen Nachtspaziergang. Wiedersehen. Tschüss. Von wegen Nachtspaziergang. Mein Gott, Herbert. Der Mann hat vorige Woche seine Frau begraben. Was ist denn das für ein Profil? Sommerreifen. Ziemlich stark abgefahren. Kommt der Größe nach für Lieferwagen und Kleintransporter in Frage. Auf keinen Fall für Golfkombi. Nein. Mein Lieferwagen wollen Sie sehen? Warum holen Sie dafür nicht meine Stieftochter? Die hat doch jetzt hier das Sagen. Die kommt noch. Haben Sie es so eilig, ja? Da, bitteschön. Fragen Sie mal, Herr Wolter, warum haben Sie uns denn nicht gesagt, dass Sie am Samstag Seeburg auch verlassen haben? Und zwar eine Stunde, nachdem Ihre Frau abfuhr. Habe ich das? Morgen. 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 Sie haben sich doch den weißen Golf-Kombi bei Rent-a-Car nicht gemietet, um zur Pirsch zu fahren. Ja, gut. Ja, ich bin meiner Frau hinterher. Ach ja? Wie hat denn Ihre Frau reagiert, als Sie plötzlich zu Hause auftauchten? Hat sie provoziert? So sehr, dass Sie zugeschlagen haben? Wie kommen Sie denn darauf? Ich war nicht zu Hause. Sie wissen doch, dass sie zu Ihrer Tochter wollte. Also bin ich Richtung Leipzig natürlich. Aber bei Ihrer Stieftochter in Leipzig sind Sie nie aufgetaucht. Ja.
Mir auf einmal klar wurde, wie lächerlich ich mich mache, wenn ich ausgerechnet bei der vor der Tür stehe. Bin dann nur so durch die Gegend gefahren. Ich hab nachgedacht, wie ich unsere Ehe retten kann. Dann bin ich zurück nach Seeburg. Und von da aus haben Sie dann die Geburtstagsrosen bestellt? Ja, ja. Es ist nur eigenartig, dass in keinem Blumengeschäft in Seeburg so eine Bestellung angenommen wurde. War das irgendwo anders? Herr Wolter, Sie stehen unter Mordverdacht. Begreifen Sie das nicht? Ich war nicht im Haus. Aber die Rosen sind nicht von mir, das gebe ich zu. Ah. Die können nur von dem Kerl kommen, der... Na ja, mit dem. Ihre Frau hatte einen Geliebten? Wissen Sie, wie er heißt? Keine Ahnung. Ich hab's nur gespürt. Ich wollte das Andenken meiner Frau nicht beschmutzen. Vor Corona und Ihnen. Deshalb habe ich gesagt, die Rosen sind von mir. Nobel, nun nehmen wir Ihnen das nicht ab. Ihre Frau wollte sich von Ihnen scheiden lassen. Ich habe eine Frau dafür gehasst, ja. Aber deshalb bringe ich sie noch lange nicht um. Bin ich blöd? War von ihr abhängig. Ich wollte, dass sie bei mir bleibt. Bitte. Herr Hauptkommissar, der Wagen hier ist es jedenfalls nicht. So, dann überprüfen Sie jeden blauen Wagen in Dedelitz und mit dem da drüben fangen Sie gleich an. Kann ich dann gehen? Ja, gut. Aber verlassen Sie Dedelitz nicht. Danke. Was soll denn das mit dem Auto von Grande? Der ist immer in Dunkelblau. Und sein Nachtspaziergang von gestern gefällt mir nicht. Oh ja. Also der hat seine Frau nicht umgebracht. Das traue ich ihm nicht zu. Aber vielleicht demjenigen, der die Rosen geschickt hat. Und der hat auch das Gas aufgedreht. Und der wusste auch, dass der Blumenbote am Sonntag dort klingelt und damit eine Explosion auslöst. So ist es. Komm. Ich bin auf dem Friedhof. Da drüben. Tag. Tag. Dürfen wir Sie einen Moment stören? Kripo Halle. Ah, deshalb waren Sie letzten Sonntag bei Wolter. Ja, ja, als Sie die Blumen für seine Frau abgeliefert haben. Rote Rosen für eine Tote. Was sollte ich machen? Business as usual. Können Sie uns sagen, wer Ihnen den Auftrag erteilt hat und vielleicht sogar wann das war? 17 dunkelrote Rosen mit Garnitur 55 Euro. Das war ein Fax vom Blumenladen Orchideenhalle letzten Dienstag. Das wissen Sie noch so genau? Das Fax ging an dem Nachmittag ein, wo wir früher die Frau Grande unter die Erde gebracht hatten. Das war Dienstag. Jetzt liegt sie hier, bei ihren Eltern. Sagen Sie, die Frau Grande, mit 41, woran ist sie denn gestorben? War sie krank? Krank wohl nicht. Ja, ein bisschen verrückt. Aber das geht mich nichts an. Fragen Sie doch Herrn Grande. Vielen Dank. Komm, diese taffe Stieftochter wartet. Ja. Hey, Sie! Wenn Sie von der Kripo sind, dann wird das Grab für Frau Wolter gebraucht. Das Wichtigste denken die alle nie. Mann, Mann, Mann. Wir sehen uns dann im Präsidium. Na, Frau Weigand, was ist? Negativ. Das Auto kann es erst recht nicht gewesen sein. Hat Winterreifen drauf. Da siehst du. Winterreifen jetzt schon? Herr Grande! Nur mal Interesse halber. Sie haben Ihre Winterreifen schon aufgezogen? Wenn das Laub fällt, wird bei mir gewechselt. Außerdem hatten wir schon Nachtfrost. Ist klar, ja. Ihre Sommerreifen, können Sie die mal meiner Kollegin zeigen? Das ist eine reine Formalität. Die hat der Reifendienst entsorgt. War total runter. Ja. Tag, Herr Kommissar! Ah, Frau Lange. Ja, schönen Tag noch. Viel Zeit habe ich aber nicht. Nein, das ist nur eine Kleinigkeit.
Schön, dass ich Sie gerade treffe, Herr Neumann. Nur eine kurze Frage. Sagen Sie, die Gasanlage in Wolters Haus, haben Sie die damals alleine montiert? Allerdings. Der Chef hat nur die Abnahme gemacht. Ach, wieso hat er denn nicht mitgearbeitet? Er hat gesagt, er bringt es nicht übers Herz. Wie? Ja, wo seine Frau in dem Haus geboren ist und er mit ihr drin glücklich war. Und jetzt wohnen andere drin. Ach nee. Das Haus, das hat mein Grande gehört? Ja, bis vor 2 Jahren. Und jetzt wohnt er dem Schuppen da. Oh Gott, da haben Sie es ja besser mit Ihrem Häuschen, nicht? Und der ehemalige Arbeitgeber, der wohnt nur in so einer Abrissbude. In sowas würde ich auch Depressionen kriegen. Das kann ich mir vorstellen. Ah, ich muss jetzt los. Wir wollen ein bisschen feiern. Simone und ich und ein paar Kumpels. Ja. Ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, mit wem meine Mutter sich amüsiert hat, das hat sie mir nicht auf die Nase gebunden. Durch eine Andeutung vielleicht. Sie wollte sich doch aussprechen bei Ihnen an dem Tag. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich weiß es nicht. So, hier sind sämtliche Konten. Mehr gibt es nicht. Einen für die Schlosserei, einen für die täglichen Ausgaben und wofür der rote ist, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Danke. Moment. Erst im gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss. Sie sind aber korrekt. Aber wir waren vorbereitet, bitte. Danke. Sie finden sich zurecht? Ich finde mich schon zurecht. Können Sie mir wirklich nicht sagen, mit wem Ihre Mutter? Herrgott! Frau Lange, wir suchen einen Mörder. Sie sind wirklich ein echter Kriminalkommissar? Ja, wieso? Na ja, also hier sehen Sie eher aus wie ein Buchhalter. Na ja, es ist... Ich habe einen Kollegen, der kommt etwas proletarischer. Wollen Sie sich lieber mit dem unterhalten? Nein, nein. Also diese freundliche Unauffälligkeit, die ist ja typisch. Das stimmt, ja. Was wollen Sie denn wissen? Haben Sie in der vergangenen Woche einen Auftrag für eine Stefanie Wolter in Dedelitz angenommen und an die dortige Gärtnerei weitergeleitet? Das wissen Sie? Mhm. Ja, 17 Rosen... Dunkelrot, mit Garnitur 52 Euro. Nicht 55 Euro? Ja, 55 Euro. Wer hat denn das in Auftrag gegeben? Herr Kommissar, kommen Sie mal mit. Passen Sie auf, stolpern Sie mal nicht hier. Ja, ich bin ja nicht blind. Sie könnten höchstens mal den Körner fragen. Vielleicht weiß der was. Wer ist Körner? Körner ist der Immobilienmakler, bei dem meine Mutter gearbeitet hat. Bevor sie sich auf den Schwachsinn mit dem Schlosser einließ und das Haus in diesem Kaff kaufen musste. Verstehe. Von wem hat sie das Haus gekauft? Das ist auch von diesem Körner. Das war wohl sehr günstig. Danke. Wiedersehen. Brauchen Sie eine Tasche? Sie können ja richtig nett sein. Warten Sie mal. Hier, ich habe nur das Fax, das ich an den Floristikshop nach Dedelitz geschickt habe und den Zahlungsbeleg. Aber keinen Namen. Tja. Bestelltag Dienstag, Liefertermin Sonntag, stimmt. Können Sie den Kunden beschreiben? Nee, tut mir leid. Ich weiß nur, Herr Kommissar, dass es ein Mann war. Ein Mann? Ja. Wie sah er denn aus? Wie groß, wie alt, was für Haarfarbe? Also, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Überlegen Sie. Nee, tut mir leid. Also, es war ja so voll im Laden. Wirklich nicht? Nee, leider. Passen Sie auf. Ja? Überlegen Sie in Ruhe und versuchen Sie, sich den Mann in Erinnerung zu rufen. Wir telefonieren noch mal. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kommissar. Ich gebe mir alle Mühe. Ich war bei der Blumenverkäuferin. Aber guck dir das Konto von der Wolter an. Neuer Saldo 543.000 Euro. Na, Hoppchen. Ein Zahlungsverkehr wie beim Geldverleiher. 20.000 auf ein Konto überwiesen, 25.000 in Raten zurück. 50.000 überwiesen, 62.500 zurück. Ui, ist ja jedes Mal ein Plus von 25%. Aber das ist noch nicht alles. In einigen Fällen, hier zum Beispiel, Familie Hagedorn, da brechen die Ratenzahlungen plötzlich ab. Nach einiger Zeit zahlt aber Familie Hagedorn den restlichen Kredit mit einem Schlag zurück. Und kurz darauf erscheint von einem anderen Konto eine Überweisung. Zahlungsgrund, Provision für Hauskauf Hagedorn. Und weißt du, von wem die Provisionszahlung kommt?
von einer Körner Immobilien AG, bei der die Wolter früher gearbeitet hat. Ach nee. Na, das sollen Sie uns mal erklären. Vielleicht liebt da auch einer rote Rosen. Grande stand übrigens mit 90.000 bei der Wolter in der Kreide. Bis 20.000 hat er abgestottert und dann zahlt auch er den restlichen Kredit auf einen Schlag. Naja, weil er sein Haus verkauft hat. Meine Herren. Gut, dass Sie da sind. Grande hat angerufen. Ja, es sei dringend. Grande, da sind wir wieder. Ha. Alles andere haben Sie so gelassen, wie Sie es vorgefunden haben, ja? Genau so. Ich wollte den Schrott entsorgen. In dieses Päckchen habe ich reingeguckt, aber dann habe ich Sie sofort angerufen. Darf ich mal, Herr Grande? Los, bitte. Da sind noch zwei. Sieht aus wie die Bilder von Wolter. Sind mir jedes Mal aufgefallen, wenn ich die Gasanlage gewartet habe. Frau Lange! Ihr Stiefvater ist auch vorhin gekommen. Geht ein bisschen laut zu da drüben. Was gibt's denn, Herr Kommissar? Schauen Sie sich das mal an, Frau Weigand. Mutters Ikonen. Ich werd verrückt. Haben Sie die gefunden? Die lag in Herrn Grandes Container. Im Container? Ja. Was hat sich denn der Dieb dabei gedacht? Das war uns auch. Sagen Sie, Herr Grande, Ihr Tor ist doch immer verschlossen, wenn Sie nicht da sind, nicht? Ja, immer. Na, dann ist der vielleicht über den Zaun. Naja, oder hier vom Nachbargrundstück. Was? Willst du damit sagen, ich was? Vielleicht hast du die Dinger ja da drin versteckt. Ich belaste mich doch nicht selbst, Spinner. Hör auf! Ach, halt doch deine Klappe. Übergeben Sie mir jetzt die Ikonen. Laut Testament gehören die ja mir. Nein, nein, die gehen erstmal zur Kriminaltechnik. Wir sagen Ihnen Bescheid. In Ordnung. Ziemlich gewieft, das Mädchen. Ganz die Mutter. Kannst du aber laut sagen. Sie hat mich rausgeschmissen. Sie, dich? Ist das jetzt Ihre Firma? Zäune gehen nicht mehr. Brauchen Sie mich noch? Ja, nur für ein kurzes Protokoll, aber das macht unsere Kollegin. Herr Grande, Ihre Frau, woran ist die denn gestorben, wenn ich fragen darf? Hat das was mit den Ikonen zu tun? Nö, eigentlich nicht. Dann sparen Sie mir die Antwort. Wir müssen zu Körner. Ja. Frau Wolter ist mitsamt Ihrem Haus? Ich war die letzten 8 Tage in Mailand. Sie können das überprüfen. Meine Sekretärin war mit. Sagen Sie mal, Herr Körner, wofür haben Sie Frau Wolter eigentlich Provision bezahlt, obwohl sie gar nicht mehr für Sie arbeitete? Mein Gott, ja. Die arme Frau Wolter. Sie hat mich informiert, wenn sie erfuhr, dass eine Immobilie besonders günstig zum Verkauf stand. Tja. Was wollen Sie? Das ist doch nicht verboten. Sie hat die Notlage ihrer Schuldner ausgenutzt. Sie hat Kredite vergeben und dafür verdammt hohe Zinsen verlangt. Manchem Schuldner blieb nichts anderes übrig, als sein Haus zu verkaufen, damit er den Kredit zurückzahlen konnte. Davon weiß ich nichts. Und das war Ihre Angelegenheit, nicht meine. In den Kontoauszügen von Frau Wolter habe ich bei dem Hausverkauf Grande keine Provisionszahlung von Ihnen entdeckt. Habe ich da irgendwas übersehen? Dafür hat sie ja das Haus auch sehr günstig bekommen. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Frau Wolter stand mir auch menschlich sehr nah. So nah, dass Sie jetzt zum Geburtstag 17 dunkelrote Rosen geschickt haben? Das wäre ja nun wirklich meine private Angelegenheit. Aber ich kann Sie beruhigen, nein. So nah standen wir uns nicht mehr. Also wenn sein Alibi 10-mal wasserdicht ist, die Steuerfahndung schicke ich dem feinen Herrn auf den Hals. Was ist denn mit der Blumenverkäuferin?
Na, wenn die sich erinnert, da könnten wir da heute noch ein Phantombild von dem Rosenkavalier erstellen. Du wolltest du da anrufen? Na, das geht im Moment nicht. Sag bloß, du hast dir die Telefonnummer nicht aufgeschrieben. Das Einfachste. Ich wollte gerade, aber du hast du anrufen. Was für ein Anruf? Ich hab dich nicht angerufen, als du im Blumenladen warst. Nein? Nö. Na, dann eben nicht. Aber du rufst ja dauernd an. Stell dir mal vor, der Sander hätte nicht am Samstag geklingelt. Dann wäre noch den ganzen Sonntag das Gas ausgeströmt. Und wenn dann der Blumenbote auf den Klingelknopf gedrückt hätte, dann wäre weder von dem Haus noch von der Toten irgendwas übrig geblieben. Keine verwertbare Spur. Du kannst mich totschlagen, das war der Plan eines Gasfachmanns. Ja, das passt alles gut zusammen. Nur Trande kann es nicht gewesen sein. Und warum nicht? Die Blumen wurden am Dienstag bestellt, damit am Sonntag der Überbringer die Explosion auslöst. Ja. Das Dumme ist, nur Grande konnte am Dienstag noch gar nicht wissen, dass die Wolters am Wochenende wegfahren wollen. Das hat er ja erst am Samstag erfahren. Vielleicht wusste das früher. Nee. Für mich gibt's nur einen Menschen, der das am Dienstag alles planen konnte. Wolter. Aber der hat die Blumen nicht bestellt. Außerdem konnte Grande doch nicht voraussehen, dass die Wolters schon am Samstag nach Hause fährt. Tja, stimmt. Vielleicht wollte er die Wolter gar nicht umbringen. Vielleicht ging's ihm nur ums Haus. Verstehst du? Er hat da Jahrzehnte drin gewohnt mit seiner Frau, war glücklich. Auf einmal muss er raus. Also lässt das sprengen. Mit einem einzigen Klingel. Hallo, liebe Pizza-Freunde, ich bin's wieder. Sie haben gewiss vergessen zu bestellen, aber das macht doch nichts. Ich habe eine frohe Botschaft für Sie. Hier ist Ihre Gratis-Pizza von unserem... Lieber kriege ich Hungerideme. Morgen. Morgen, Herr Wolter. Morgen. Kurze Frage. Wann haben Sie Herrn Grande erzählt, dass Sie am Wochenende wegfahren wollten? Am Dienstag, bei der Beerdigung seiner Frau. Sind Sie sicher? Ja, absolut. Vielen Dank. Schreckliche Geschichte. Er hat es ja noch selber abschneiden müssen. Wie? Sie hat sich erhängt. Ja, haben Sie das nicht gewusst? Wenn das kein Motiv ist, jetzt ist der Grande dran. Was haben wir denn gegen ihn in der Hand? Nichts außer Vermutung. Ja, und die Aussage von Walter Eddy? Aber wir haben keine Spuren am Tatort gefunden. Keine Fingerabdrücke auf den Ikonen und seine Sommerreifen ja da auch entsorgt. Ja, da hast du recht. Er muss gestehen. Ja, das wird er. Pass auf. Bring den Grande sofort ins Präsidium und versuch ihn irgendwie in der Enge zu treiben. Ja, wie soll ich denn das machen? Ich besorg noch was. Wo willst du denn hin? Er macht sich's leicht, naja, wie immer. Kann ich bei dir wohnen? Nein, er wohnt bei mir. Herr Grande, Sie haben gelogen. Sie haben bereits am Dienstag von der Wochenendreise der Familie Wolter erfahren. Das stimmt nicht. Doch. Herr Wolter hat es Ihnen auf der Beerdigung erzählt. Der lügt. Warum sollte er lügen? Weil er von sich selbst ablenken will. Herr Grande, Sie sind Gasinstallateur. Sie wissen am besten, wie man eine Gasexplosion herbeiführt. Das kann jeder, der eine Zange hat. Sie haben einen Einbruchdiebstahl vorgetäuscht. Die Ikonen sind mir untergeschoben worden. Ja. Die Ikonen im eigenen Container, war das nicht ein bisschen zu schlau, Herr Grande? Wie wollen Sie mir das beweisen? Frau Wolter hat Sie überrascht, als Sie eine Anlage manipuliert haben, und da haben Sie zugeschlagen. Das ist doch Blödsinn, ich war auf dem Dorffest. Jetzt sage ich gar nichts mehr. Frau Weigern, wo ist denn Schmöcke? Ich weiß das nicht. Sie wohnt doch mit dem zusammen. Herr Grande, ich glaube nicht, dass Sie vorhatten, Frau Wolter zu töten. Sie wollten nur das Haus in die Luft sprengen, und deshalb gehe ich von Totschlag aus. Gehen Sie aus, wovon Sie wollen. Sie haben die Gasleitung geöffnet, für Sonntag Rosen bestellt, und wenn der Blumenbote klingelt, sollte das Haus in die Luft fliegen. Das sind doch alles nur Vermutungen. Das können Sie doch überhaupt nicht beweisen. Tag, Herr Grande. Tag. Kommen Sie, Frau Hensch. Liefern Sie bitte am kommenden Sonntag für Frau Stefanie Wolter in Dedelitz
Gartenstraße 12, 17 dunkelrote Rosen mit Garnitur zum Preis von 55 Euro. Schwein gehabt, dass die Verkäuferin den Kranken wiedererkannt hat. Hast du das nicht mitgekriegt? Sie hat ihn gar nicht erkannt. Er hat sie erkannt. Ah. Ja. So. Oh. Du bist wahnsinnig, Herbert. Ja? Hast du Hunger, oder? Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist... Oh, ist der schwer. Ein Steinbutt. Ja. Die machen wir zuerst. Aber was machen wir mit deinen ganzen Delikatessen? Komm in den Kühlschrank. Der ist doch noch kaputt. Tja, Herbert, da bleibt uns wohl nichts weiter übrig, als meinst du, das schaffen wir nicht? Das schaffen wir. Mach den Fisch so. Ach Gott, ich habe gar keine Zitronen. Ich würde ja Hammelkoteletten machen. Zitronen habe ich gekauft. Ich weiß, dass man für Fisch Zitronen braucht. Das ist ja schön. Hallo, liebe Pizza-Freunde, ich bin's wieder.